Um der Hitze beizukommen, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Unter anderem natürlich, ich hatte das vor kurzem schon mal gezeigt, einfach ein bisschen kaltes Wasser sprühen und das Ganze dann auf der Haut prickeln lassen. Das fühlt sich auf jeden Fall klasse an. Ein anderes psychologisches Instrument in Japan, das sind genau diese kleinen Kügelchen. Denn wenn ein bisschen Wind geht, dann gibt es hier ein Klingengeräusch und das macht einen kühlen Eindruck, weil man quasi den Wind sozusagen hören kann. Wem es an der Börse im Moment zu heiß hergeht, dem sei gesagt, wir haben vielleicht noch mehr zu erwarten, denn tatsächlich spricht aktuell einiges dafür, dass der Markt noch mal ein wenig mehr nach oben da sehen kann. Jetzt muss ich den Raum ein bisschen frei machen, da wollen noch andere gucken, aber wir haben nämlich bei den amerikanischen Indizes aktuell ein sehr schönes Bild eines tollen Schubes nach oben und jetzt einer wackeligen Abwärtsbewegung gehabt. Und die scheint so langsam aber sicher dem Ende entgegenzugehen, denn der rechte Rand des Charts, der zeigt schon wieder schubmäßig nach oben. Und das ist eigentlich die perfekte Voraussetzung dafür, dass der Markt, wenn er denn das nächste Zwischenhoch nach oben ausbricht, dann eine Position triggert. Ich hatte da vor kurzem ein Video gezeigt, an dieser Stelle auch hier auf finanzmarktwelt.de, wo ich das erklärt habe, was mit den Triggern gemeint ist. Einfach mal ein bisschen gucken. Ein bisschen gucken könnte auch helfen beim Trade des Tages, denn da stellen wir immer einzelne Trades vor mit unseren ganz konkreten Handelsmarken. Eine Empfehlung, was man da tun könnte. Entweder es selber nachhandeln oder zumindest mal mitverfolgen, um seinen eigenen Handelsansatz ein wenig zu tunen. Vielleicht nochmal die ein oder andere sinnvolle Herangehensweise da zu finden. Also, Sie sehen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, nicht nur bei der Hitzebewältigung, sondern auch an der Börse. Dementsprechend halte ich es mit dem jeder nach seiner eigenen Fasson. Wer hat das gesagt? Ich glaube, es war Bismarck. Jeden nach seiner Fasson. Das gilt natürlich für die Börse genauso. Nachrichtenseitig heute jetzt nicht mehr so wirklich viel, was zumindest aus meiner Sicht wirklich ernsthaft relevant ist. Das ist eher harmlos. Insofern lassen wir doch mal die Marktbewegung da uns auf uns einwirken. Bullische Stimmung also immer noch gegeben. Wir haben noch eine Chance auf ein bisschen mehr. Ob das wirklich lang reicht, das werden wir sehen. Für heute aber zumindest mal sollte es wohl eher die Aufwärtsrichtung sein. In diesem Sinne wünsche ich alles Gute und bis zum nächsten Mal.